You are banned from this server. Reason banned by an operator. Hey, das ist unser Trover-Server. Wollt ihr mich verarschen? Look, just say ho, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trovers. Und Leute, heute ist es eine ganz besondere Episode, denn ich bin mit meinem Account auf dem Trovers-Server gebannt. Ich war erstmal total verwundert. Also habe ich erstmal zwei andere Aufnahmen gemacht. Ich habe nämlich Shell ohne Gravity aufgenommen. Ich habe eine Map aufgenommen. Und jetzt knapp zwei Stunden später habe ich endlich eine Antwort von Copper bekommen, was passiert ist. Copper dachte wohl, es ist super lustig, wenn man mich vom Trovers-Server bannt. Bevor ich jetzt aber zu der großen Überraschung komme, ja gut, es ist keine riesige Überraschung. Es wird wahrscheinlich im Titel stehen, was jetzt passiert. Leute, wenn ihr mehr Trovers wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Slayt einen fetten, logischen Daumen nach oben durch und slayt den Abo-Button durch, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Okay, also ich habe Copper geschrieben, ich kann so nicht aufnehmen. Ich habe ein bisschen Druck gemacht und bin sozusagen an seinen Account gekommen. Copper ist nämlich nicht zu Hause und hat mir dann seine E-Mail-Adresse und sein Passwort für seinen Account geschickt. Oh, das wird genial, wird das. Verstehe ich auch nicht, wieso er dann so leichtsinnig mit dem Account einfach rausrückt. Und Logo ist doof. Pardon, Logo. Er hat halt am Spawn diesen ganzen Bereich ausgehoben, hat ihn mit Lava geflutet. Ich komme ja auch nicht raus. Also ich könnte mich bis zum Rand rausarbeiten, ne? Und mich dann mit Grabsteinen hochstecken. Ja, das ist sinnlos. Ich wechsle meinen Account. Zumindest kann ich jetzt wieder mit meinem normalen Account hier drauf. Jo. Verbindung zum Trovers-Server ist schlecht gerade. Hallöchen, Logo. Ich habe einen neuen Shop. Du findest ihn neben Copper Space. Er hat mich gebannt, er hat mich ausgetrickst, er hat mich zweimal getrollt. Nicht nur, dass er mir einen falschen Account geschickt hat, mit dem ich dann nur online gehen konnte, um mich zu entbannen. Ich quasi seinen Account hacken konnte, um dann wieder online zu kommen und zu sehen, dass er meine Sachen irgendwohin transportiert hat. Mein ganzer Atlantis-Troll ist weg. Zumindest die Krater sind noch da. Das hat er echt schön gemacht. Entweder er hat es weggebombt oder er hat es abgebaut. Auf alle Fälle Hut ab gegenüber Stylex, dass er sich die Arbeit gemacht hat. Er hat Troll und den Schnauzbart verpasst. Oha. Mensch, das rechte Haus sieht ja zum Anbeißen schön aus. Ach du heilige Scheiße. Zum Glück waren die nicht geladen. Junge, Junge, Junge. Und was ist in Coppers Haus? Ah, noch eine Tür. Aha. Ausgeleuchtet von innen. Er wusste genau, dass ich da reingehe. Er wollte, dass ich sterbe. Das ist mein neuer Plumpsring. Liebe Grüße, Holz. Das muss ich nicht verstehen. Hallöchen, willkommen im Trollo-Shop. Eingang, Ausgang, neu. Trollo Prime. 5 Karotten pro Monat. Ich habe es schon so oft gesagt, Copper hat nicht mehr alle Kaninchen im Schrank. Lasst euch da überraschen, das wird... Es wird krank. Es wird wirklich krank. Langsam bin ich wirklich... wirklich wütend. Ich dachte halt ehrlich, okay, cool, jetzt kann ich noch so in seinen Account rein, kann mich ein bisschen rächen, hab Zugang zu seinen Items. Vielleicht hat er sich sogar an seiner Geheimbase ausgelockt, weil Copper hat irgendwann mal vor einer Hide-and-Seek-Aufnahme gesagt, hey, ich habe eine geheime Basis, haha, und da habe ich meinen ganzen Kram versteckt und alles. Vielleicht wäre er da gewesen, ich hätte ein paar Sachen cleanen können, ich hätte ein paar Sachen klauen können. Ich hätte so ein bisschen Unfug mit seinem Account treiben können und dann, selbst das ist so der übelste Mindblow-Trick, selbst dieser kleine Schachzug ist durchgeplant. Das ist ein Troll von ihm. Man kann diese Sachen hier drinnen nur bekommen, wenn man 64 Trollos dort reinlegt. Wo soll ich diese 64 Trollos herbekommen? Ah. Für einen Comment-Block. Natürlich, zahle 3, nehme 2. Ich suche Hirn. Das könnte man theoretisch sogar noch machen. Alles andere ist Käse. Könnte ich mir zurückkaufen? Voll der Pömpel. Für 24 Pömpel? Wo soll ich diese Pömpel bitte schön herholen? Neu, ein Copperpups für einen Diamant. Ich kann mir kein Gehirn rausschneiden, weil er hier vorne die Robo-Searching-Teile von mir verkauft. Gratis. Für 52 Dias. Holz, sie sucht ein neues Zuhause. Warte mal kurz. Nochmal kurz hier rein. Zack. Ich habe einen Plan. Ich habe ja auch nichts mehr zu verlieren. Alles, was ich noch habe, ist in meinem Inventar oder in diesen Kisten. Ich habe auch schon wieder kein Holz mehr. Ich muss mir mal ein bisschen Holz holen. Ich wollte in den Unterwassertempel. Copper hat mich dort geprankt. Alles war kaputt. Der Wächter ist respawned. Ich kann dort keinen Fuß fassen. Meine Portalgun funktioniert nicht richtig. Mal ein Like, ein Mitleid, okay? So, habe ich jetzt wieder Holz. Dirt Building Fungus. Okay, Fungus. Das müsste ein Dirt Building Fungus sein. Ich habe noch 27 Slime Balls. Wie viele kann ich machen? 1, 2, 3 Stück kann ich herstellen. Folgendes, ich brauche noch ein bisschen Erde. Ich habe meine ganze Erde natürlich für dieses Gerüst verbraucht. Das ist mein letztes bisschen, was ich noch habe. Meine Mathefähigkeiten werde ich jetzt nutzen, um das hier durchzukalkulieren. So, wir gehen jetzt einfach hier hoch. Okay, höher kann ich nicht. Habe ich wirklich kein Dirt mehr? Ich habe das
leider alles für mein Gerüst benutzt. Cobblestone hätte ich noch. So, dann haben wir hier noch zwei Cobblestone. So, das sollte eigentlich reichen. Das ist höher als meine Base. Mach mal so, oder? Dann packen wir hier mal noch einen hin. Ich würde sagen, dann können wir hier drüben noch einen hinpacken. Jeder von euch müsste eigentlich wissen, was der macht. Deswegen muss ich da gar nicht mehr so groß ins Detail gehen. Das wird crazy. Ich werde mich auch AFK auf den Server stellen, dass der Pilz schön weiter generiert, wenn ich mit meiner Folge durch bin. Und ich dachte mir eigentlich, ich wollte es nicht nochmal machen, was auch immer der Obsidian-Block hier macht. Eigentlich dachte ich mir, ich mach's nicht. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, ich habe nichts mehr zu verlieren. Copper übertreibt nur noch. Eigentlich würde mir eine neue Staffel auch ganz gut tun. Vielleicht eine neue Welt, ein paar neue Sachen, ein paar neue Regeln, ein paar neue Mods. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber wir haben wirklich jede kleinste Kleinigkeit in dem Modpack mittlerweile ausgeschöpft. Und es könnte uns wirklich mal gut tun, vielleicht etwas frischen Wind reinzubringen, weil das, was hier passiert, ist einfach abnormal. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach kurz AFK, gehe nochmal raus in die Sonne, trinke nochmal ein bisschen Wasser, hydriere mich noch etwas. Okay, ich würde sagen, ich gehe kurz AFK, ich mache ein kleines Päuschen. Ich habe heute schon zwei Aufnahmen gemacht, wir sehen uns gleich wieder und bis gleich. Mein Name ist Logo und ich habe Troll Wars Great Again gemacht. Okay, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mir die Zeit vertreiben soll, weil ich muss mindestens eine Stunde warten. Vielleicht mache ich zwischendrin nochmal was anderes und stelle mich dann nach AFK beim Schneiden irgendwie auf den Server, aber prinzipiell möchte ich, dass der Pilz alles zerfrisst. Den Arbeitsplatz sauber zu halten, ist das A und O. Die große Frage, die ich mir meistens so im Rohschnitt stelle, ist, wieso habe ich so viel Rohmaterial, ja? Jetzt habt ihr auch mal gesehen, was passiert, wenn ich aufnehme, ja? Ich teile da so meinen ganzen Alltag rein. Manchmal gehe ich auch kochen, manchmal gehe ich essen, manchmal hole ich mir was zu essen, dann sitze ich hier, manchmal gucke ich auch noch Videos währenddessen. Es ist wirklich etwas verrückt, okay? Och komm, er hat so meine ganze Base ausgeräumt. Hier ist nichts mehr übrig. Alles, was ich noch habe, sind die paar XP. Kann ich mir eventuell einen XP-Hahn machen? Für eine XP-Dusche. Ich brauche ein Obsidian und drei Eisen. Obsidian kann ich ja abbauen, das ist ja kein Problem. Aber habe ich noch sowas wie Eisen? Besitze ich sowas überhaupt noch? Also Eisen überhaupt nicht mehr, wenn man das mal so sagen darf. Ein Eisen habe ich hier. Oder hatte ich nicht eigentlich sogar mal so ein... Ja, ich hatte. Bevor ich hier gehe, würde ich mir mindestens meine XP wieder einverleiben. Holy shit, ist der schon gewachsen. Okay, folgendes. Vielleicht kann ich mir das einfach irgendwo hier bei Stylix schnorren. Copper hat auf meinen Kosten einen Shop eröffnet. Dann kann ich mir ja wohl zwei Eisen bei ihm borgen. Das wird ja wohl noch drin sein. Ah, der ist noch gar nicht gewachsen hier drüben. Ach du heilige Scheiße. Achtung, gefährlich. Wer hat denn das TNT aufgestellt? Demoliert Copper jetzt seine eigene Base? Hat er hier noch irgendwo Eisen? Komm, Copper, das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein. Du hast auch kein Eisen. Aber Obsidian hat er noch ein bisschen. Nehme ich gerne. Warte. Ah, hier zwei Eisen. Perfekt. Mein Gott, war das wieder eine lange... Upsi. Oh mein Gott, war das wieder eine lange Farmtour. Mindestens eine Stunde habe ich jetzt hier zugebracht. Ich mache jetzt folgendes, ich brenne die Eisendinger, dann mache ich mir daraus so eine XP-Dusche und mache mir wohl verdient noch ein kleines XP-Bad, weil das habe ich mir zumindest verdient. Es ist zwar nicht mehr alles da, aber zumindest einen kleinen Teil. Mein Amboss ist sogar auch noch da, wow. Ich habe kein Eisen mehr, ich habe nichts weiteres, aber Hauptsache ich habe einen Amboss. Ja, was soll ich denn groß sagen? Es ist halt einfach blöd, oder? Insgesamt ist Copper schuld. Copper ist an allem schuld. Warte mal, ich habe doch noch hier. Wir füllen alles dort rein. Okay, wir machen das folgendermaßen. Ich nehme mir jetzt einen Schalter. Oh, wartet mal, hier, pass mal auf. Zack. Ich brauche einen Schalter. Habe ich noch? Nein, ich habe keinen Cobblestone mehr. Ich bin komplett am Ende. Zack, gib mir das. Mal schauen, wie viele Level da noch drin sind. Das ist jetzt mal interessant. Ich schätze mal, 22 Level sind hier noch drin. Ah, das könnte knapp werden. 22 Level. Wie gesagt, ich tippe drauf, dass 22 Level hier noch drin sind. Da ist aber noch ein bisschen was hier oben drin. Okay, fast 21. Ich war echt nah dran. Es wäre halt cool, mal zu wissen, wie viel ich über den gesamten Zeitraum so gesammelt habe. Weil ich habe ja immer extremst fleißig meine gesamten XP einfach in die Tanks reingefüllt. Es ist einfach traurig, das so mitzuerleben, was hier abgeht, ja. Gut, dass ich das nicht war. Das war wer anders. Wisst ihr, das einzig Blöde ist, ich muss immer meine Aufnahmen neu starten, wenn ich den Account quasi wechsle. Also ich mache mal Minecraft zu, starte meine Aufnahme neu. Wie cool wäre das, bitteschön, wenn ich das extra... Das wäre ein bisschen umfangreicher gewesen. Das heißt, ich hätte den ganzen Dirt-Fungus-Kram gemacht, also diesen Dirt-Pilz, und wäre dann nochmal quasi aufgegangen, hätte das Ganze aber in eine Kiste gelegt,
hätte mich mit dem Copper-Account aus der Lava rausgebackt, wäre dann mit dem Account von Copper aus der Lava raus, hätte mir den Dirt-Fungus geschnappt, hätte ihn hier aufgebaut. Theoretisch hätte dann Copper diesen Pilz platziert und hätte damit das Trowers-Projekt in den Abgrund gesteuert. Mein Beileid auch an Stylex, der sicherlich heute oder so noch aufnehmen möchte. Seine Base wird ja wieder mit als erstes aufgefressen. Das ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Aber was will man tun? Ja, kleine Opfer für das große Wohl. Was jetzt der Vorteil davon ist, weiß ich noch nicht. Die ganzen schönen Gedanken, ich bin einfach fertig. Das hier ist ja alles vom letzten Pilz. Das Ding ist halt, dass sich das hier richtig zu so einem Bunker entwickelt hat. Es ist richtig zugewachsen, ne? Weil hier ist ja vorher dieser Dirt-Fungus drüber, das war die unterste Schicht. Copper hat ja den hier komplett entfernt und jetzt wächst da oben schon wieder ein neuer. Flüssiger XP-Tank für Befehlsblock. Aha. Für 64 Trollos gibt es einen Lava-Tank. Wow. Ich kann mir aber, wenn ich das nochmal hier nachschaue, nichts... Nee, gut, ich kann mir den Cheesemaker wieder zurückholen. Sind das hier die Fake-Dias? Nee, das sind echte Dias. Das hier sind die Fake-Dias. Klingt nicht so, als ob es funktioniert. Nee, funktioniert leider nicht. Den Cobblestone-Block, den will ich jetzt unbedingt haben, ey. Den habe ich schon immer gesucht. Den wollte ich schon immer haben. Wow! Ich glaube, ich verliere den Verstand. Das ist jetzt quasi das dritte Video, was ich heute aufnehme. Das kann ich mir nicht leisten. Und Holz hier habe ich da schon rausgenommen. Aber zum Glück sind alle Schafe wieder freilebend. Ah, ich habe die Schafe hier befreit. Ich bin ein guter Mensch. Ich meine, das war ja auch eine Massentierhaltung, was der hier veranstaltet hat. Junge. Oh, ich wollte das große Finale noch erleben. Ich musste, glaube ich, drüben einfach mal schnell meine... Sind hier Kühe in der Nähe? Fällt mir gerade auf. Ich stelle mal eben meine Cheesemaker auf, damit ich mir wieder ein bisschen Käse produzieren kann. Damit, wenn ich nochmal online komme, zumindest auch ein bisschen was zu essen habe. Sonst verhungere ich ja. Ich muss mal schnell nachschauen. Ich hätte auch Goldblöcke getauscht. Ich habe echt nichts zu essen. Habe ich hier drinnen noch irgendwas? So, ich brauche ein bisschen Milch. Weiß gar nicht, wo die letzte Kuh war. Oh, hier ist noch eine versteckte Kiste. Leben hier keine Kühe mehr? Ich sehe nämlich nur noch Schafe. Aber ich brauche eine Kuh, denn die macht Müh. Hier ist es ja wirklich noch ein bisschen entspannter als in Gefangen, weil hier kann man sich noch normale Sachen zu essen machen und die geben auch noch ein bisschen was. Und nicht nur immer nur einen halben oder mal ein ganzes, sondern hier ist es noch entspannt. So, ich würde sagen, oh, er wächst langsam. Ich lege mich mal schnell noch schlafen. Meine Base wird auch bald verschlungen. Oh je! Zum Glück komme ich noch an den Crafting Table ran. Und 15 Brote, da brauche ich gar keine Milch mehr. Aber es ist schön, dass ich noch 3 Cheesemaker wieder zurückholen konnte. Nostalgie pur. Ich hoffe, euch hat die Trowers-Folge gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Freut euch schon auf eine neue Trowers-Season, wenn es... Wir werden sicherlich eine neue machen. Also wir sind hier einfach am Ende. Wir müssen aber einfach mal wieder einen Haufen Ideen zusammentragen. Es wird Zeit für frischen Wind, wie ich schon in der Folge erwähnt habe. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao.